Hallo und willkommen zurück zu No Man's Sky Beyond mit mir, dem Max. Wir sind gerade auf dem Weg wieder zu unserem Heimatplaneten. Du, Meet Hosh, ich musste ein paar Sachen besorgen. Jo, und jetzt werden wir uns nochmal um unsere Basis kümmern, die ja da unter Wasser liegt. Ich habe mittlerweile den hypothermalen Treibstoff ausfindig gemacht. Den gab es in der Fabrik im Technikraum, im Technikbaum natürlich. Und können jetzt sozusagen das U-Boot betanken. Ich glaube, ich habe jetzt, Moment, Impulsantrieb, genau, der ist nämlich ausgelaufen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die ganzen Ressourcen haben, weil ich hoffe mal, ich habe alles. Ich weiß es aber nicht. Das werden wir aber jetzt mal gleich sehen, wenn wir dann auf der Basis kommen. Ich möchte mit euch heute was ganz Spezielles machen. Und zwar, ich habe ein paar Tipps gekriegt. Vielen Dank hier nochmal für die Tipps. Dass man zum Beispiel eine Landeplattform unter Wasser bauen kann. Da habe ich gedacht, Mensch, Max, das musst du dir angucken. Und gleichzeitig werden wir das andere auch machen. Also sprich, wir werden einmal eine Plattform auf dem Wasser bauen und einmal unterm Wasser bauen. Also ich denke mal, ich bin jetzt auch nicht so der Freund von Wasserplattformen, dass man ein Raumschiff unter Wasser landen kann. Es geht wahrscheinlich, das ist ja wie im Weltall, muss ja auch alles luftdicht sein. Aber vielleicht kann man auch eine Plattform oben drauf bauen, dass wir vielleicht so von der Basis, von der Unterwasserbasis nach oben bauen. Na, mal gucken, ob das dann funktioniert. Und dann tuckern wir heute noch ein bisschen. Wenn alles klappt, habe ich jetzt alles bei. Ich glaube, ich habe die Hälfte vergessen. Jo. Das ist wieder typisch Max. Da hat mal wieder alles vergessen hier. Na gut, wir gehen mal trotzdem zur Basis. Weil mich nervt das immer hier, wenn ich immer dahin rennen muss. Deswegen versuchen wir jetzt erstmal eine Plattform zu machen. Dafür brauchen wir wahrscheinlich hier dieses Sulfid. Wir brauchen Salz, wir brauchen Cytophosphat. Da habe ich schon geguckt. So. Oh, gar nicht gut, gar nicht gut. So, den nehmen wir auch noch mit hier. Kristallsulfid und natürlich hier. Wenn wir das dann zum Laufen gekriegt haben, alles. Also, Landeplattform diese Folge. Oder vielleicht auch zwei Landeplattformen. Eine auf dem Meeresboden. Oh, Vorsicht. Und natürlich eine nach oben bauen. Oh, warte mal, was war das denn? Au, oh, was haut mich denn hier? Ach, hier diese kleinen weißen Dinger. Moment mal hier. So. Jetzt müssen wir erstmal kurz Salz abbauen. Weil Salz brauchen wir und Cytophosphat. Oh, jetzt ist die Waffenladung verbraucht. Mensch, wenn es mal wieder schnell gehen soll. So. Nehmen wir das mit. Hier ist Salz. Also diese grünen Teile sind genau das Richtige, was wir brauchen. Für die Salz und Cytophosphat. Für diese ganzen anderen Sachen. Ich glaube, das ist für den Treibstoff gewesen. Dann müssen wir gleich Glas bauen. Können wir eigentlich gleich machen. Wir können ja die Raffinerien können wir ja laufen lassen. Während wir ja hier abbauen. Ich will mal hier noch das schnell mitnehmen. So. J. Was ist, schwebt denn da hier? Oh, ich dachte schon, da ist irgendwas. Nee, aber ist okay. Gut. Wir haben ja unser Exo-Fahrzeug leider stehen lassen. Wir haben keine Plattform mehr. Wir müssen also eine neue Plattform bauen. Ich wusste selbst nicht, dass wenn man die Plattform abreißt, dass das U-Boot bleibt. Aber okay. Dann haben wir halt nachher zwei U-Boote. Wenn wir noch eine zweite bauen müssen. So, da ist unsere Base. Sieht sie nicht herrlich aus? Sieht sie nicht hübsch aus? Hier müssen wir noch ein bisschen platt machen. Hier soll ja die Plattform hin. So ein bisschen abbauen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Am besten, wir bauen hier ein paar Platten hin. Können wir eigentlich mal gleich machen. Strukturen. Dann ist das ein bisschen glatter. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob die Strukturen so unter Wasser gehen. Aber normalerweise müsste das einfach nur die Platten, die Bodenplatten. Na klar, seht ihr, geht auch.
Kann man die irgendwie ansetzen? Nö, ne? Machen wir. Wir machen die dann gleich weg hier. Aber der Vorteil an diesen Platten ist halt eben, die reißen alles weg und das gerade. Ich ertrink hier gleich. Oh weia. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Schnell, schnell, schnell. Hier, da müssen wir hin. Sauerstoff tanken. So. Können wir eigentlich. Können wir eigentlich auch. Ah ne, das sieht ein bisschen blöd aus. Oh, man kann auch natürlich mit C arbeiten, das geht natürlich auch. So, dann bauen wir da noch was weg und dann sieht man ja immer den Punkt, der blinkt. Das ist ganz cool gemacht, finde ich. Weiß gar nicht, ob das schon reicht für die Plattform, weil ich will sie ja nicht direkt vor der Tür haben, ne? Also der reißt sozusagen alles ein, was damit dann zu tun hat. Und vorne können wir dann hier so ein bisschen wegreißen. So würde ich sagen, ne? So. Gehen wir erstmal rein. Ja, das hängt natürlich jetzt hier alles vor der Tür. Aber das ändern wir auch gleich. So. Dann haben wir es nicht direkt vor der Tür und da steht dann eben halt diese Plattform drauf für unser Unterwasserfahrzeug. Können wir dann vielleicht auch eine Plattform, eine Landeplattform noch ausweiten halt. Obwohl, können wir, ja. Ah, wir machen erstmal eins. Wie sieht es denn eigentlich aus mit unserem Strom? Ja, wie ihr seht, ich habe hier eine neue Leiter. Es platscht immer, keine Ahnung. Also die Batterien sind auf jeden Fall geladen. Die Sonnenkollektoren funktionieren einwandfrei. Könnte vielleicht sogar noch zwei abreißen und dafür noch zwei Batterien stellen. Aber gut, ich lasse das erstmal. Damit erstmal für Strom gesorgt. Und wir haben auf jeden Fall hier unseren Teleporter. Ja, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen, wenn wir die Plattform bauen, Strukturen. Ich hatte das schon nachgebaut. Moment. Nein. Die Landeplattform. Fundamente. Ich weiß gar nicht, wo man die jetzt findet. Groß, einfach. Müsste ja unter groß sein. Oder das ist, wenn man das jetzt weitergeht. Technologie, Strukturen. Es muss ja Strukturen sein. Nee, da ist es nicht drin. Lager. Da ist es auch nicht. Das sag mal einen an. Allgemein vielleicht. Ach, unter Allgemein, ja. Unter Allgemein findet man den galaktischen Markt. Den müssen wir auch noch. Ja, den hätte ich jetzt nämlich auch noch gerne gebaut. Mikroprozessoren. Ist aber nicht schlimm. Falls nicht, gehen wir nochmal auf die Raumstation. Wir haben ja den Teleporter. Hier steht noch eine Batterie. Die ist auch vollgeladen, oder wie? Ich hatte die nur testweise hier hingestellt. Die soll eigentlich nicht hier oben stehen, die Batterie, sondern die soll eigentlich oben stehen auf den, da wo die Sonnenkollektoren stehen. Okay, also erstmal eine Landeplattform. Mal gucken, was wir da wieder brauchen. Ionenakku, Mikroprozessoren. Das heißt, wir müssen nochmal auf die. Ich kann, glaube ich, nämlich keine Mikroprozessoren herstellen. Ach doch, ich habe, glaube ich, doch. Ich habe doch einen Bauplan gekriegt für Mikroprozessoren. Den habe ich doch vor kurzem erst erhalten. So. Ist er auch nicht? Sag mal einen an. Da haben wir es nicht drin. Das sind ja die ganzen Module. Technologie installieren. Was habe ich da bekommen? War das das? Ne, das war ja nur der einfache Übersetzer. Doch, da. Produkt herstellen. Mikroprozessor. Doch, da ist es doch. Da brauchen wir Kohlenstoff-Nanorohr. Da haben wir doch. Also stellen wir doch mal 10 Kohlenstoff-Nanorohre her. Sollte ja nicht das Thema sein. Da haben wir ja genug.
So, und jetzt brauchen wir Mikroprozessoren. Ah. Nicht aufgepasst. So, jetzt haben wir 5 Mikroprozessoren. Dann können wir nämlich hier einen Markt einrichten. Den habe ich mir nämlich auch besorgt. Seht ihr hier? Den können wir dann hier so reinbasteln. Perfekt. Jetzt haben wir hier einen galaktischen Markt. Dann können wir nämlich einkaufen. Was ja schon mal nicht schlecht ist. Dann haben wir hier einen Speicher. Hier haben wir die Raffinerie. Ich kann natürlich jetzt auch die mittleren Raffinerien, die habe ich nämlich auch mir jetzt besorgt. Was haben wir denn da? Da haben wir eine Gefahreneinheit. Mittlere Raffinerie. Die müssen wir wahrscheinlich... Kann man die nur draußen stellen oder muss man da drinnen? Hm, gute Frage. Müsste man mal testen. Die Wasserstoffsäle, ja, mal gucken, haben wir ja noch. Ist ja kein Thema. Die Wasserstoffsäle, wo ist es denn? 5-mal brauchen wir es. So. Magnetisiertes Ferrit haben wir nur noch 51. Aha, okay. Dann müssen wir das mal kurz herstellen. Erstmal hier da rein. Ferrit. Ich glaube, das war reines Ferrit. Genau. Und dann müssen wir mal ein bisschen arbeiten lassen. Weiß noch nicht, was man da macht. Am besten. Müsste schon reichen erstmal. So. Und jetzt? Okay, man kann die hier reinstellen. Das ist ja gar nicht mal schlecht. Jetzt müssen wir mal gucken. Die mittlere brauchen wir nicht. Wir nehmen noch, ich glaube auch die große, ne? Große Raffinerie, genau, hier. Oh Mann, das ist aber Mordsding, du. Das ist aber Mordsding. Wie sieht die denn aus? Die ist ein bisschen größer. Na gut, aber die müssen wir mal wegnehmen hier. Stellen wir erstmal eine. Aber die brauchen jetzt. Die können wir vielleicht sonst nachher noch mitnehmen. Hauptsache, wir haben erstmal eine in der Basis. Mensch, das ist aber ein Mordsding, du. Ist natürlich das Problem, dass man hier die Leiter dazwischen hat. Ja. Sieht gar nicht mal schlecht aus. Gut, haben wir einen Handelsmarkt. Wir haben hier eine große Raffinerie. Da können wir halt ein paar Sachen reinbasteln. Man da so reinstellen kann, kann man halt verschiedene Sachen machen, was, wenn wir das jetzt brauchen. So, wir müssen jetzt die Landeplattform bauen. Das Landefeld, das hatte ich euch ja versprochen, einmal. Da brauchen wir einen Ion-Akku 2 und Metallplatten 10. Okay, das sollte nicht das Thema sein. So. Moment, das Raumschiff ist zu weit weg noch. Jetzt habe ich natürlich jetzt das Problem, jetzt habe ich gleich Platzmangel. Okay, also es waren 10 Metallplatten. Ah, da geht's schon los. Kann man irgendwas verschieben? Ach Mensch, ich kann ja... Natürlich, Mensch, Leute. Ich kann noch verschieben. Ich habe doch hier mein Exo-Fahrzeug. Das ist doch gleich hier in der Nähe. Da kann ich doch Sachen reinhämmern. So.
packen wir erstmal da rein. Brauchen wir eh gleich. So, komm. So, das reicht erstmal. Und jetzt, was war das noch für das Landefeld? Jetzt müssen wir nochmal gucken. Jetzt hatte ich das schon wieder vergessen. Ionenakkus. 2 Stück. Ja gut, das ist ja nicht das Thema. Ionenakku. 2 Stück. So, und jetzt das Landefeld. Wir fangen mal an. Oh Gott, wie groß ist denn das Ding? Das ist aber ordentlich groß. Oh, da muss ich aber einiges wegnehmen. Weil hinter der Basis will ich es nicht stellen. Aber guck mal, es hat da einen Zugang, das Ding. Hat hinten einen Zugang. Das ist ja nice. Ja, dann machen wir das so. Jetzt will er es oben bauen? Nee. Was hat er denn nun gemacht? Nee, das ist aber falsch gewesen. Ah, wieder falsch gemacht. So, jetzt ist richtig. Hat man denn da direkt einen Zugang oder wie, wie ist das jetzt? Nee. Okay, dann müssen wir halt einen Zugang bauen. Oh, ich muss mal kurz hier Wasser nachfüllen. Wasser sage ich schon, Sauerstoff nachfüllen. Nice. Haben wir hier hinten eine Plattform, eine direkte Plattform. Jetzt ist natürlich blöd. Mit dem Weiterbauen. Kriegen wir schon hin irgendwie. So, und jetzt brauchen wir bestimmt, ja, das habe ich mir fast gedacht, wenn wir jetzt nämlich einen Eingang bauen. Strukturen und dann unter spezialisiert Wasser. Hier noch in Kristallsulfid. Ja, das habe ich nämlich drüben im U-Boot gelagert gerade. Könnte man sozusagen 2 Eingänge schaffen. Ja, ist ja auch eine tolle Idee. Perfekt. So. So, na, jetzt klettern. Nein, du sollst nicht hochklettern. Ja, das ist ja schon mal keine schlechte Basis, was wir hier haben. Das guckt noch raus. Das Ding, das wird noch geladen. Hier die Batterie. Na gut, dann lasse ich die mal jetzt stehen. Soll eigentlich hier ein Wohnraum werden. Hier können wir ja auch noch ein paar Sachen hinstellen. Man könnte quasi, na gut, wir reißen die Batterie da hinten ab. Wir haben genug Strom. Sollte nicht das Thema sein. Das stellen wir da drüben hin, die Batterie. Kommen hier hinten hin. So, Energie. Lager müssen auch noch Strom. Biotreibstoffreaktor, nein. So, wir lassen die mal einfach hier hinten. Kann er ordentlich. Magnetisiertes Ferrit haben wir nicht. Denke mal, die werden automatisch vollgeladen. Ist ja gerade Nacht, ne? Müsste man jetzt gucken. Weil dann könnte man, wenn man unten das alles fertig gebaut hat und da Batterien reingestellt hat. Ja, mal gucken. 18.000, okay, also ich hoffe mal, das reicht noch. Wir brauchen wahrscheinlich scheinbar noch mehr Solarzellen. Die sollten dann auch geladen werden. So, wir brauchen jetzt, was war das? Magnetisiertes Ferrit, ne?
Magnetisiertes Ferrit. Gut. Stellen wir mal. Ferrit. Ich glaube, das war mit Ferritstaub, ne? Ne, Ferritstaub war es nicht. Reines Ferrit? Ja, reines Ferrit. Und dann starten wir mal die ganze Geschichte. Ist natürlich auch praktisch, dass das ganze Dingens jetzt hier, ne? Die große Raffinerie läuft jetzt natürlich über den Basisstrom. Das ist natürlich zum Nachteil. So. Müssen wir mal gucken, wie lange die Batterien noch aushalten. Weil, beziehungsweise wie lange noch Nacht ist. Oh, 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 der zieht aber runter, du. 7000 in der kurzen Zeit. So, Energiespeicher ist. Da seht ihr das, wie der runterzieht. Und in 2 Minuten 55 ist die Nacht vorbei. Aber mal gucken halt. Da werden wir wahrscheinlich ein paar Batterien abreißen müssen und mehr Solarzellen stellen müssen für die. Sonst haben wir wahrscheinlich keinen Strom mehr. Wir können ja dann hier die Batterien hinstellen. So. Erstmal 4 Batterien müssen reichen. Aber das kriegen die eh nicht alles sofort geladen. So. Ah, und wahrscheinlich auch das Landefeld. Das ist wahrscheinlich auch noch was Strom kostet. Da müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall erstmal zum Raumschiff. Dann müssen wir noch hypothermalen Treibstoff herstellen. Schaffen wir das noch? Müssten wir noch schaffen. Und dann hätten wir Zeit noch das U-Boot zu aktivieren. Dahin müssen wir. Ja, ich weiß nicht, ob wir die zweite Landeplattform noch schaffen, weil ich will da mal austesten, ob es möglich ist, ein Rohr nach oben zu bauen, also ein Glas, eine Glasröhre. Und dann eben halt über Wasser das Raumschiff zu stellen. Müsste man mal gucken. Oder wenn man es dann unter Wasser stellen kann. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Eine Unterwasserplattform, also wo man dann drauf landen kann. Oder eher über Wasser, das Ganze. Also ihr seht, das ist immer ein ganzes Stück bis zum Raumschiff. Ich muss sowieso erstmal testen, ob das überhaupt geht. Dass man da so landen kann unter Wasser und wie das funktionieren soll. In Wächter, ja. Zack. So, wo sehe ich denn jetzt eigentlich, wo die Landeplattform ist? Da ist die Basis. Ja. Aber man kann nicht landen. Also das funktioniert nicht so. Doch. Das geht. Das geht wirklich. Die wird nur nicht angezeigt, aber es geht. Ja, wie geil ist das denn? Also man kann unter Wasser landen. Seht ihr ja hier? Also das wäre eine Methode. Das Raumschiff haben wir da nämlich schon mal da. Und auf der anderen Seite, da kommt jetzt das U-Boot hin. Da stellen wir auch noch hin. Okay, also das Solarmodul produziert gerade. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich Gold. 448 Gold haben wir. Ja. Die Batterien. Mal sehen, wenn ich jetzt... Ich reiß sie mal. Ich gehe mal jetzt auf Ganze. Reiß sie mal ab. Und... Nein, ich will nämlich testen, ob unten die jetzt laden, wenn ich die alle abreiße.
Ob da eine lädt. Ja. Die laden. Also hier seht ihr das. Die lädt auch. Die auch und die auch. Sehr gut. Können wir den ganzen Raum vollpacken mit Energie, mit Batterien. Sind ja auf jeden Fall. Und oben stellen wir jetzt Solarzellen hin. Knallen wir den ganzen Raum mit Solarzellen voll. So. Strukturen? Nee, ist es nicht. Technologie. Industrie, Energie, hier ist es. So, haben wir alles? Metallplatten. Okay, wir brauchen 1, 2. Also 4 Metallplatten. So, und jetzt aber. Nummer 1, Nummer 2. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht noch ein paar Solarzellen hinkriegen. Die produzieren jetzt 50 KP. Dass wir irgendwie da drüben noch was bauen. Aber erstmal hier für unser Raumschiff, genau, des hypotomalen Treibstoff. Ich weiß gar nicht, ob man den in der Raffinerie herstellen muss oder ob wir den hier herstellen müssen. Da ist der hypothermale Treibstoff. Da brauchen wir Salz, Zytophosphat. Das haben wir natürlich auch bei. So, hypothermal. Wie viel können wir denn da herstellen? 3-mal. Immerhin. Damit können wir unser U-Boot aufladen. Treibstoff, ja, weiß ich. Wow, das ist ja ein richtig schnelles Ding, ne? Muss man mal sagen. Wir sind mobil. Wir können unter Wasser fahren, Leute. So. Gut, jetzt brauchen wir noch ein paar Sachen. Wir müssen ja hier noch das komische Dings hinstellen. Einmal diese Strukturen noch für unter Wasser. Jetzt müssen wir mal gucken. Das ist es nicht. Ah, wo haben wir es denn wieder? Mensch, bei den ganzen Menüs. Unter groß? Nee, unter groß war es doch nicht. Nein, ist es auch nicht. Wasser. Ach, warte mal. Unter Technologie war das, ne? Ja, genau. Unter Technologie. Exofahrzeuge. Und da brauchen wir die Bucht. Nämlich die Nautilon-Bucht. Da wird wahrscheinlich jetzt ein neues. Was fehlt da? Uns fehlt Salz. Okay, das heißt Kristall und Salz. Metallplatten 5 haben wir noch nicht, aber das ist nicht so wild. Pugneum ist noch hier drin. Zytophosphat, Kristall, Sulfid, Salz. Gut, das heißt, und ich bin gerade am Ertrinken, glaube ich. Ich glaube, man kann in dem Exo-Fahrzeug nämlich auch noch, das hatte ich nämlich mir auch schon,
angeschaut, nämlich einen osmotischen Generator. Damit lädt der auf. Chlorgitter. Gut, das sollte nicht das Thema sein. Und zwar einen Hochleistungssonar hatte ich, glaube ich, noch eingebaut. Nee, habe ich nicht, noch nicht eingebaut. Das sehe ich ja hier, genau. Da müssen wir nochmal ein bisschen was einbauen. Auf jeden Fall kann man da, glaube ich, soweit ich weiß, auch Sachen einbauen. Dann fährt man mit dem U-Boot durch die Gegend. Das brauchen wir jetzt natürlich nicht. Wir brauchen jetzt ein bisschen Salz. Wow, wow, wow. Jetzt wisst ihr, warum ich auch eine Gesundheitsstation auf meine Basis will. Ah, ich sehe gerade Leute. Oh, aufpassen, die kommen von oben. Und die können mächtig wehtun, die Dinger. Wow, 4 von den Dingern. Jetzt ist aber. Muss man sagen. Die vertragen eine ordentliche Ladung. So, wie viel haben wir denn? Wir haben 106 Salz. Das müsste eigentlich 200, glaube ich, brauchten wir, ne? Für die Nautilon-Kanner? Ne, 100 nur. Heißt also noch 2 Kristallsulfide. So. Kristallsulfid habe ich ja hier irgendwo gesehen. Warum? Ich kann doch eigentlich. Warum fahre ich denn nicht mit dem U-Boot? Ist doch viel praktischer, mit dem U-Boot zu fahren. Jungs, aber das ist aber auch ein bisschen träge, ne? Das Dingens. Halt, warte. Also auf jeden Fall ein Bergbaugerät wäre ganz gut für so ein U-Boot. Kristallschlund haben wir auch. Und 5 Metallplatten noch. Dann sind wir durch. So, 5 mit... Ne, da sind wir jetzt mit dem U-Boot. Die passen natürlich jetzt nicht alle rein hier in die Metallplatten, ne? Doch, müssten noch reinpassen. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt können wir... Wo ist mein U-Boot? Hey! Mein U-Boot ist abgehauen. Ne, da oben ist es. Gut, jetzt fährt das erstmal. Ah, edel lässt sich's leben, ne? So, das haben wir alles. Ah, okay, also so wie es aussieht, kann man das Dingens nur... Ja, irgendwie geht das nicht. Warum auch immer. Oh, doch. Shit. Es geht. Das ist natürlich nicht so gut gewesen gerade. Aber es funktioniert. Oh, jetzt habe ich da gerade noch was reingehauen. Ah, okay. So. Müssen wir hier nochmal wegnehmen. Jetzt haben wir da natürlich ein ordentliches Loch reingeballert. Egal. Ja, Leute. Das heißt, wir hauen dieses Nautilon-Dings hier jetzt hier vorne hin. Bau nicht möglich. Möglich. Ungültige Position. Wenn man die Platten wegnimmt, dann müsste es ja gehen. Aber was mich eigentlich wundert, dass man nicht auf die Platten bauen kann... Also wie ihr seht, jetzt geht das.
Der macht mal ein bisschen mittig. So. Basis fertig. Damit sind wir durch, Leute. Haben wir ein paar Minütchen länger gemacht. Ah ja. So, können wir Exo-Fahrzeug rufen. U-Boot steht vor der Tür. Hintenrum steht auf jeden Fall unser Raumschiff. Oh, würde sagen, passt so. Jetzt kommt noch eine Gesundheitsstation rein. Marktplatz haben wir auch. Ein paar Möbel und dann ist das hier gebongt. So, hätte man noch vielleicht ein bisschen versetzen können. Ja, Leute. Schön, dass ihr alle dabei gewesen seid. Ne, bleibt dran. Nächste Folge werden wir mal ein bisschen eine kleine Runde, eine Spritztour mit dem U-Boot machen. Sehe ich hier gerade richtig oder läuft hier Wasser? Ne? Und ja, dann werden wir weiterfliegen, werden uns mit den Questen weiter beschäftigen, werden nochmal eine Überwasserbasis irgendwo bauen, wenn wir einen schönen Planeten gefunden haben. Da würde ich aber noch ein bisschen warten, und zwar, wenn wir dann bestimmte Vorkommen gefunden haben, einen Energiehotspot gefunden haben und so weiter und so fort. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir fliegen erstmal los und gucken uns dann erstmal das Universum von No Man's Sky an in den nächsten Folgen. Ich wünsche euch was, bleibt dran, viel Spaß, macht's gut.